als Mensch immer wieder herkommt und nicht als Politiker. Das ist sehr, sehr gut. Und ich würde mir wünschen, und ich spreche jetzt hier nochmal die Einladung ein, auch an die anderen Fraktionen, die es ja in Bautzen gibt. Kommen Sie bitte her und Sie sind herzlich eingeladen, auch Ihre Meinung hier kundzutun. Ja, wie gesagt, herzlich eingeladen und kommen Sie zu uns und kommen Sie mit uns in den Dialog. Und ich übergebe an Carsten. Ja, vielen Dank, lieber Edgar. Vielen Dank euch allen, dass ihr durchhaltet, dass ihr wieder da seid. Ich bin auch wieder da. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich das letzte Mal erst wieder kommen konnte, weil ich ein bisschen Wahlkampf hatte. Aber jetzt wäre ich immer dann, wenn ich also keine Sitzung oder ähnliches oder nicht in Berlin bin, wäre ich hier bei euch sein. Oder nicht ich bei euch, sondern ihr bei mir. Und das finde ich richtig gut. Also ich bin gerade von einem Reporter hier gefragt worden, warum ich denn hier sei, warum ich mich hier anschließe. Und da habe ich gesagt, die Menschen, die hier auf dem Kornmarkt stehen, stehen für Freiheit, für Demokratie und selbstbestimmtes Leben. Und dafür stehe ich auf. Und dieses selbstbestimmte Leben sowie auch Demokratie und auch Freiheit ist nicht, also wir haben bis vor zwei Jahren gedacht, Freiheit und Demokratie, das ist etwas, was bei uns in Deutschland immer bestehen wird. Und seit anderthalb Jahren müssen wir erkennen, dass wir uns die Freiheit und die Demokratie und das selbstbestimmte Leben zurückerkämpfen müssen. Es wird uns niemand freiwillig geben. Im November wird das nächste Mal, beziehungsweise läuft die 3-Monats-Frist wieder aus, epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das heißt, sie wird wieder neu abgestimmt. Deswegen bitte ich euch jetzt schon, alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages anzuschreiben, dass sie auf ihr Gewissen hören, dass diesem Wahnsinn ein Ende gemacht wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Grünen und die FDP sich äußern werden, beziehungsweise wie sie abstimmen werden, vor allen Dingen, wenn sie schon in Regierungsverantwortung sein sollten, wenn es also schon eine Koalition gibt, dann bin ich sehr, sehr gespannt, weil die Grünen und die FDP haben natürlich im Wahlkampfmodus gegen die epidemische Lage von nationaler Tragweite gestimmt und ich bin sehr gespannt, ob sie dann sozusagen die Macht freiwillig aus der Hand wiedergeben, ihre Macht und sie zurückgeben an das Parlament, dort wo sie hingehört, weil das Parlament ist die Vertretung des Souveräns. Gut, ich möchte es nicht zu lang machen. Ich bin gerade von Dresden gekommen, von einer Sitzung und wollte ganz gemütlich in einer Raststätte eine Currywurst essen, eine Currywurst mit Brötchen und einen Kaffee dazu trinken. Und dann hat man mich gefragt, ob ich geimpft, genesen oder getestet sei. Und ich habe gesagt, ich bin gesund. Als die gute Frau gesagt hat, ja, ich muss das hier eintragen und wenn Sie keins von diesen 3G sind, dann dürfen Sie hier nichts essen, dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Ich bin nicht angewiesen auf Raststätten, auf Restaurants, die sind auf uns angewiesen. Sie sind auf uns angewiesen, nicht wir auf Sie. Ich kann auch überleben, ohne eine Zeit lang, ohne ins Restaurant zu gehen, ohne ins Theater zu gehen oder ins Kino zu gehen. Bin ich nicht angewiesen darauf, ich halte es auch so durch. Aber die sind auf uns angewiesen. Und deswegen ist es ihre Pflicht und Schuldigkeit, die Restaurantbesitzer, die Kinobesitzer, die Theaterbesitzer oder Pächter sind, sie müssten eigentlich vor der Regierung stehen und sagen, hört auf mit diesem Mist. Gut, nochmal zum November. Ich hoffe, dass es schon Organisationen gibt,
dass wenn diese epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder zur Abstimmung steht, dass es dann wieder Proteste gibt, dass Menschen auf die Straße gehen für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in Berlin. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche hier. Danke, Carsten. Es ist heute schon abends gesagt worden und ich will es jetzt gerne nochmal optisch ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Ich hoffe, es geht noch. Und zwar tun viele von uns das, was sie tun, inklusive wir auch, nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für die Kinder und Kindeskinder. Und auf den Einladungen zum heutigen Aufzug stand es da und ihr habt auch teilweise mitgebracht Kerzen und Lampions. Und ich fände es sehr schön, wenn die jetzt einfach mal während Jansson King den nächsten Teil macht, mit nach oben gehalten werden. Das gibt ein stimmungsvolles Bild. Zündet eure Laternen an und eure Kerzen. Und dann hören wir, wie es weitergeht. Die Nummer 1 fällt, glaube ich, noch. Das fehlt auch noch die Nummer 3. Aber vorher gibt es erstmal einen Blues, einen Kampfblues allerdings. Ja, zwischendurch, ihr könnt einfach mitmachen, ihr könnt so reinrufen, wenn euch was gefällt. Yeah, oder Glory, oder Halleluja, oder was weiß ich. Ja, der Blues heißt, wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sagst du, wirst du wieder Krampfe spielen. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sagst du, wirst du wieder Klampfe spielen. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sagst du, fängst du wieder mit dem Singen an. Dass die Corona-Scheiße bald vorbei ist, ja, da glaubst du fest daran. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sagst du, holst du alles nach. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sagst du, holst du alles nach. Dann machst du Party, spielst du Blues, fährst in die Staaten und drehst richtig auf. Und irgendwann, da kommt im Tunnel dann das Licht und da freust du dich darauf. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sag ich, bist du lange tot. Wenn die Corona-Scheiße hier vorbei ist, sag ich, dann bist du lange tot. Nein. Dann hast du jahrelang gewartet, hast gehofft, gekifft, gesoffen und geraucht. Und mit braven Stille sitzen deine guten Lebenstage aufgebraucht. Dass die Corona-Scheiße bald vorbei ist, sag ich, hängt einfach ab von dir. Dass die Corona-Scheiße bald vorbei ist, sag ich, hängt einfach ab von dir. Yeah. Komm, heb den Kopf, mach den Arsch hoch und lauf los auf die Straße raus, so wie heute hier. Dort warten deine neuen Freunde und ihr treibt dem Land die ganze Scheiße aus. What up and do ya bop and do la do pow, la ba da bo boom, yeah. What up and do ya bop and do ya bop and bow, la ba da boo, yeah. What up and do ya dal ya do ya dal ya do ya dal ya do ya dal ya dum. Und es geht noch weiter, Achtung! Wenn die Corona-Scheiße dann vorbei ist, sag ich, da haben wir was gecheckt. Wenn die Corona...